haben wir schon Folge 43. Glück an Wars. Ja, ich habe ein bisschen was geschafft. Ich habe so ein paar Typen hochgelevelt. Ne? Immer nur so anfangen, ne? Nichts Großes Bewegendes. Damit wir das meiste im Let's Play machen können. So, auf jeden Fall, wir sind schon Level 99. Holy moly. Ja. Dann bekommen wir jetzt unsere erste Hero Soul. Yay. So. Ist das nichtsdestotrotz. Gucken wir erstmal. 20, 20. Erstmal schön ein bisschen Money ausgeben. Gott, dann wie viel Kohle? Gott, also wie viel habe ich noch hochgelevelt? Ist ja schlimm. Gut, den lasst ihr erstmal hier. Wobei. Nee, lass ich erstmal. So. Bam. Schönes Mal Upgrades kaufen. Da nehmen wir auf jeden Fall von dir ein Level schon mal mit. Vielleicht sogar gleich zwei. So. Haben wir das auch raus. Da machen wir jetzt hier gleich mal. Was zur Hölle ist hier los? Warum haben wir den nicht? Bumm. Danke. So. Dankeschön. Noch einer. Dankeschön. 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 Da oben ist noch einer. Dankeschön. Dankeschön. Da ist auch noch einer. Gott, haben wir alle Hunger. Hallo? Also jetzt war mal gut hier. Danke. So. Noch einer. Dass man die immer erst sieht, wenn man alle davor gekauft hat, ja. Das ist so deprimierend. Oh, noch einer. Hallo? König Medias. Arschloch. Ich hasse dich. Der gesamte Brut. So, hier. Nummer 1. Nummer 2. Das. Da wird doch noch was? Okay. Danke. Hallo? Danke. So, Dankeschön. Dankeschön. Was ich übrigens ganz witzig finde, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das doch das hier? Nee. Bei irgendeiner Konstellation, das kann glaube ich doch das hier gewesen sein. Kann sein, dass auf dem Tablet andere Symbole hat als hier? Wie heißt der denn? Da. Oh ne, ist doch das. Ne, ist immer witzig, weil normalerweise sind die Icons immer relativ bunt. Ne? Aber hier so Grautöne, ein bisschen rot, hier so gelb, blau, Grüntöne. Aber hier sind halt alle eher so gelblich gehalten, hier alle so blau kompatibel, also blau oder weiß. Und hier halt eher so rot und sieht halt immer, wenn man so lang scrollt und hier immer bunt. Und dann fallen die drei immer so richtig auf, weil die halt komplett gelb, komplett blau. Ist immer ein bisschen witzig. Finde ich ganz schick, die Gimki. So. Ah, sehr schön. Aber brauchen wir aber mehr. Dankeschön. So. Oh, Alter. Noch mehr? Arschloch. Das ist aber teuer. So, hier müssen wir auch aufpassen. Das lasse ich, glaube ich, erstmal. Okay, wir sind immer noch im Game. Das ist geil, das gefällt mir. Dich nehme ich mal rein. So, und ihr seid dann bei Aphrodite, aber die kriege ich noch nicht auf Level, also auf ein so hohes Level. Definitiv nicht und ihr sowieso nicht.
Oder sie, sind ja beides Mädels. Wobei wir die sogar schon gebildet haben. Nicey dicey. So, das nehme ich. Das nehme ich auch. Und das auch. Und das auch, das auch. Komm, machen wir mal hier auf Level 10. Den hier auch. Das passt. Weitere 10 Level kosten dann schon. Ja, genau, das kostet dann schon zu viel. Das ist mir dann doch nicht so schön. Oh, ein Fisch. Oh, ein Boss. Oh. Ach, durch die Transzendent-Power kriegen wir auch noch was. Stimmt ja. Transcendent-Power increase the number of hero souls you get from Primal Boss. The benefits of the effect of stronger at higher zone. Heißt also, Transcendent-Power, ja, erhöht praktisch die Anzahl an Hero Souls, die man bekommt und wird von Ebene zu Ebene stärker. Also wird in höheren Zonen, also damit sind höhere Level gemeint, halt effektiver. The maximum Primal Hero Soul Bonus Reward from the Transcendent Power is currently 5%. Das ist das hier. Nein, das hier. Of the total Hero Soul. Was das letzte Wort bedeutet? Keine Ahnung. Ach, das hier. Ah, okay. Heißt also, hier ist die Anzahl an Hero Souls, die ich rein geopfert habe. Also für die ich praktisch Ascendant Souls bekommen habe. Und von denen. 5% ist das Maximum, was ich pro Boss praktisch als Plus bekommen darf. Und da wir hier quasi schon 8 bekommen, sind wir quasi schon am Limit. Gut, macht das aber auch ehrlich gesagt nicht allzu viel aus. Ja. So. Wir könnten auf den Spann jetzt aber noch extrem teuer. Mal gucken, was unsere. Oh Gott, wir haben hier so viele Sachen. Boss Life. Wow. Naja, 2% Boss Life, haben oder nicht haben. Sehr schön, mindestens eine halbe Stunde. So, was haben wir denn hier alles? Hoffen wir, 25 und 24. Also nicht so viel, aber schon. Es geht. Als kleiner Boost quasi, ne, kann man das mal machen. Die schließe ich gleich, mach du Scheiße. Gut, die schließe ich gleich mal ein. Dann können wir uns nämlich den hier kaufen. So, ach, wir sind immer noch im. Oh Gott, wir sind immer noch im Rang. Lol. Wir sind auf den nächsten Boss gespannt. Den schaffen wir auch. Siehst du hier, plus 8 von Transcendent Power. Heißt also, wir sind quasi schon an unserem Limit. Um den Limit zu erhöhen, bräuchten wir entweder einen von denen hier, glaube. Also, kann es der sein? Nee. Nee, nee. Transcendent Power. Gibt er jetzt ein. Erhöht er jetzt das Maximum oder das ist das, was man aktuell. Ah, hier, das hier, genau. Wenn man den halt leveln würde, dann würde man damit praktisch diese 5% anheben. Jetzt weiß ich nicht, ob diese 10% hier drauf gerechnet werden, sprich also 5% plus 10% sind dann also 15%. Das wäre heftig. Oder aber ob das bedeutet, ach, wir haben eine, können wir einfach mal ein Level geben hier, bumm, haben wir schon vielleicht ein bisschen mehr. Oder ob das bedeutet, da, wie ich vermutet habe, 10% von den 5%, also wir haben jetzt 5,5%. Wow, das ist so apostrophisch viel, ich könnte kotzen. Hätte ich mal vorher gespeichert. Ah ja, Bullshit. Gut, okay, lag eh nur bei uns drum rum, von daher. So. Ihn haben wir auf Level 1. Können wir sogar gleich mal annehmen auf Level 5. Holy moly. Wir sind immer noch im One. Alter, wir sind noch nicht stecken geblieben. Das gefällt mir. Das kann man definitiv so machen. Wir können den beiden hier nochmal auf Level 25 anheben. Danke, danke. So, dann gucken wir mal auch weiter, was wir hier noch machen können. La la la. Warten wir noch ein bisschen. Ich mach erstmal. Was macht das Ding? Increase. Nee, nur ihre Eigenstärke. Auch Eigenstärke. Auch Eigenstärke. Ich weiß aber nicht. Ich meine, die beide würde sich halt lohnen, relativ schnell hier hinter zu bekommen. Und ganz so teuer
Ist es tatsächlich nicht. Ich mach's einfach mal. Komm ganz ehrlich hier, bam. Bam. Da ziehe ich die natürlich auch schon hoch hier. So. 23. So, jetzt haben wir schon mal die erste Fee. Oh. Dann muss ich noch mal reinbuttern. Ah, okay. Ich hab noch eine Fähigkeit, leck mich. Und das war doch, wir fanden das. Ne, Moment mal hier. Windeli. Hä, die haben wir. Doch, das ist doch die. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Also kommt die dann praktisch hier hinter erst. Ist ja hässlich. Na gut, dann müssen wir das erstmal in. Ne, das ist mir zu teuer. Das ist mir noch zu teuer. Da putze ich lieber erstmal noch hier ein bisschen rein. Da kriegen wir nämlich schneller neues Geld. Deswegen ist das immer wichtig, nicht hier zu viel reinzubuttern. Sondern praktisch immer die letzten erst ein bisschen hoch zu leveln, sodass man erstmal seine primäre Schlagkraft erhöht. Damit man praktisch schneller neues Geld bekommt. Da kann man sich das später auch als Pillepalle quasi leisten. Deswegen achte ich schon mal so ein bisschen, dass es so ein bisschen ausbalanciert ist. Ja, aber schon mal den auf Level 10. Geht doch schon mal ganz gut. Wir sind immer noch im Moment. Das ist sehr schön. Und das, obwohl wir noch keinen einzigen Skill aktiviert haben. Das ist komplett behindert. Und ganz ehrlich, diesen Skill, den nutzen wir auch eher selten, weil so viele Bosse hintereinander haben wir in der Regel nicht. Naja, macht sich schon wieder echt bemerkbar, dass wir hier wieder mit unserer Combo arbeiten. Das schlägt tatsächlich doch gut rein. Deswegen, wir werden erstmal bei dem aktiven Bild bleiben. Passiv ist halt einfach Müll. Also, ist nicht Müll, aber für den Anfang ist es halt Müll. Und ich dachte nach der ersten Transcension, weil normalerweise kann ich nach der ersten Transcension schon direkt in den Passivmodus übergehen. Aber so wenig Heroes sollte wie hier bekommen, kann man das vergessen. Werden wir wohl leider noch ein bisschen warten müssen. Weil passiven Build kannst du wirklich erst dann eingehen, wenn du zum ersten Mal so 10.000 Heroes zusammen hast. Frühestens dann lohnt es sich wirklich in den passiven Modus überzugehen. Weil erst dann kannst du hier deine ganzen Idler, also den und den für Dingsabumster, hier diesen. Gott, wie heißt der? Mal diesen Pilzkopf. Gott. Solomon, Solomon? Was mit Tasa? Silatas. Ach, Silatas, stimmt ja. Praktisch ihn und ihn. Die beide praktisch für hochleveln. Und wie gesagt, das bringt aber erst im höheren Level was. Schaffen wir das? Oh, schaffen wir nicht. Schaffen wir es auch nicht. Mal das Rücksetzen hier. Leck mich am Arsch. Oha, der erste Boss, wo wir hier ein bisschen was einsetzen müssen. Wow, wir haben jetzt 9. Ich bin so excited. About the shit. So, mal ein bisschen Geld hier verdienen noch. Money, 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 bitch, money, bitch, money, bitch, money, 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 bitch, money, money, money. So, beim nächsten Boss, mal gucken, wie der denn wird. Ich hätte doch einfach mal ein paar Level hier kaufen können, ne? Danke dafür. Hätte wahrscheinlich auch schon was gebracht. Ja gut. Da steckt man nicht so drin, wie deiner Frau. Du was? Alter, warum habe ich so viel Geld? Wo kommt das ganze Geld her? Ja, da könnten wir schon locker hier Frostlief sparen, Alter. Lol. Ja, lol, ey. Danke. Was war das überhaupt? Auf All Heroes. Das ist natürlich geil. Was bist du? Auch wieder nur Eigenschaden. Naja. Bin ich jetzt nicht so überzeugt. Nee, wir spannen hier erstmal Frostleaf. Beziehungsweise wir haben auch immer noch unsere ganzen Söldner hier, ne? Ach du Scheiße, Alter. Ah, ja. Ja, komm, wir können mal einnehmen. Oh, Alter, das ist geil. Das ist mal eine ordentliche Quest. Ich meine, hoffentlich, ja genau das hoffe ich nämlich auch, dass er nicht stirbt. Machen wir ja gerne mal. Einfach zur Unterhaltung quasi. Oh, genau 10 Level. Ha, easy. Hey, achso, ich habe ja auch. Wow. Ich halte die Umschalttaste für 10 gedrückt und wundere mich, dass er genau 10 Level kauft. Ich bin natürlich auch ein geistreiches Stück Scheiße. Oh ja, das geht gut ab hier. Oh mein Gott. Hätte wir die Dinger hier alle noch gar nicht aktivieren brauchen.
Stimmt ja, die Kack-Söldner habe ich gar nicht mehr gedacht. Dankeschön. Gut, das heißt, wir rutschen hier schon wieder ganz schön durch. Das ist geil, das gefällt mir. Oh, ein Boss, aber kein Primal. Schade eigentlich. Na gut, der nächste kommt ja gleich. wir gucken mal ganz kurz. Bob, 10 Level können wir uns noch nicht leisten, aber ich gehe schon mal rauf hier. Bam. Ach komm, leck mich. Danke. Wow. Ist egal. Nein, Ronny, das ist die obere von den beiden nehmen müssen. Die war besser. Schlag euch gleich. So, und da kommt wieder unser Cliffhanger. Den wir auf jeden Fall nicht schaffen werden, so schnell. Halleluja. Oh mein Gott. Wir sind einfach eiskalt wieder im Insta-Kill-Modus. Oh ja, das gefällt mir. Können wir mal ein bisschen. Einfach mal ein bisschen zugucken, nur mal gucken, wie lange dieser Insta-Kill-Modus noch anhält. Wäre ganz geil, wenn wir in der Aufnahme noch bis Level 200 kommen. Bezweifle ich zwar ein bisschen, aber ich meine, wir kommen auf jeden Fall gut an Level 200 ran. Wir haben jetzt schon wieder 62 Hero Souls. Und wie gesagt, wir werden erstmal alles komplett in unseren Rollerball stecken. So lange, bis wir wirklich eine ordentliche Grundbasis haben. Ja. Damit wir wirklich mal anfangen, auf den Pushen zu kommen. 6 Hero Souls plus 9 dazu. Eieieiei. Langsam läppert das echt zusammen. Das ist so krank, Alter. Komm, ich gehe mal hier 25er Modus. Wie war das? So, genau. Hier ist der Körper schon gleich die nächsten Ton. Wir kaufen hier. Upp, easy. Hier auch. Upp, easy. Ist da noch irgendwas? Ja. Upp, upp. Danke dafür. So, dann haben wir jetzt hier auch alle Upgrades. Nichts mehr ausgeschwärzt. Schwärzt. Nö, sieht gut aus. Okay. Geil. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Tja, ich versuch mal. Ich versuch mal nach der Aufnahme auf jeden Fall, wie lange die auch jetzt wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall versuche ich nach der Aufnahme nochmal möglichst weit unseren Frostleaf hochzuleveln. Boah, Alter, schon 16 Hero Souls. Nice. Thanks. Versuche ich denn mal. Boah, wir haben über 100 Hero Souls. Es wird langsam. Es wird langsam. Oh mein Gott. Ihr könnt jetzt schon wieder senden für gar nichts. Oh, erst bei 31. Hä? Habe ich doch schon längst. Willst du mich verarschen? Ach, ja, ja. Ist klar. Die 31 bezieht sich ja immer auf das, was hier oben steht, ne? Das heißt also, deswegen transzendiert man ja auch immer erst nach einer Ascension, weil du würdest halt bei einer Transcension jetzt nichts bekommen. Deswegen halt immer erstmal Ascenden, damit du dann die ganzen Hero Souls in deinem Hauptguthaben hast und sie dann hier bei den Ascenden Souls auch angerechnet werden. So, wir haben mittlerweile ein paar Guilds. Und wen haben wir denn da? Armenhop. Arschloch. Hä? Achso. Mercedes. Ja, nice. So. Oh, es wird wieder langsamer. Das darf nicht sein. Oh, der nächste Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also jetzt gerade geht's hier echt ab. Gefällt mir. So kann man das machen. Definitiv, und deswegen werden wir, damit das Ganze noch besser wird, gleich mal, was ist das denn für eine scheiß Auswahl? Willst du mich verarschen? Kriegen wir zwar eh kein Relikt, aber ganz ehrlich, ob nur 15 Minuten. Ja, ich weiß nicht, wird die auch schon mal 15? Ich lasse eben, mach einfach mal. Relikte brauchen wir jetzt eh erstmal nicht. Ja.
Da werden wir sowieso schon zu beschissen von. Früher oder später. Wir können ja eh immer nur vier hier oben drin haben. Von daher. So, was wollte ich gerade machen? Genau den hier. Bumm. Level 100. Sollte ich die. Nee, komm, ich. Nee, komm. Wir setzen alles auf den hier. Alles andere bringt ja nichts mehr. Weil eben die ganzen Upgrades haben die hier oben. Und Kampfkraft bringen die auch nicht mehr. Weil Kampfkraft wird dann nur erst ab Level 200 dann mehr. Also exponentiell mehr. Und das bringt wirklich erst dann, was wenn wir ihn wirklich auf Level über 200 haben, dann bringt er nämlich so viel Kampfkraft, dass wir so viel Geld verdienen, dass wir dann auch die hier relativ schnell auf über Level 200, auf Level über 200 bekommen. Klingt auch falsch. Egal, also auf jeden Fall ein Level nach 200 befördern können. So, dachte gerade schon, mit dem Boss hier wird knapp, weil der Balken nicht komplett einfarbig war, aber der war grau und nicht farbig. Hab gerade schon so ganz, was ist jetzt los, bekommen. Okay, derzeit 126 Euro Souls, das ist geil, das freut mich tatsächlich. Aber es wird langsam langsamer, das freut mich nicht so sehr. Naja, aber wie gesagt, ab jetzt kommt halt wieder die Stelle, wo es dann halt anfängt zu stagnieren, weil das, warum wir immer so schnell bleiben, ist, weil wir immer relativ schnell auf den nächsten Helden springen können. Aber jetzt haben wir hier diesen riesen Sprung wieder drin. Und ist klar, ab Frost lief, fängt es immer an, träge zu werden. Das ist halt leider das Problem. Click Damage. Können wir theoretisch beim nächsten Boss mal machen, weil ich glaube, bei dem nächsten Boss dürfte schon wieder etwas schwieriger werden. Gucken wir mal. Yay, Level noch 120. Nicey, dicey. So. Oh, die sind auch gleich wieder aktiv hier. Ein Fischkopf. Ein Rubin bekommen. Oh, gleich kommt der Boss, gleich kommt der Boss, gleich kommt der Boss. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh. Ey, da haben wir jetzt 80 Level durchgezogen. Lol. Das ist mal fett. Das ist aber richtig fett. Holy moly. Oh, gleich kommt der Boss. Ja. Bumm. So. Oh, den Zerfick war gut. Und er war kein Primal Boss. Ich fick ihn so in den Arsch. Arschloch. Ich hasse dich. Hätte gesagt, Brut. Na, wenigstens hat Frostgift mittlerweile ein Guild. Ist zwar eigentlich immer noch traurig, aber gut. Wenigstens ist er jetzt in den angesagten Rängen mit bei. Komm, der nächste Boss kann doch bitte noch ein Primal sein. Das wäre nochmal so ein schöner Abschluss. Kann sein, dass wieder unser Clickbox-Combo ist? Nein, doch noch nicht so. Aber wir haben jetzt eine Click-Combo von 18. Ich wüsste echt gerne, warum wir letztes Mal eine Click-Combo von fast 50 oder über 50 hatten. Also auf jeden Fall so um die 50. Woher kam das? Weil die Upgrades haben wir ja jetzt alle, also daran kann es nicht liegen. Warum haben wir ab und zu einfach mal Klickkombo von 50 und jetzt wieder nur ein Klickkombo von 18? Das ist so seltsam. Oder hatten wir schon Dark Drake und nur Schnitten das Niat knallt? Nein. Guck mal ganz kurz bei ihm in die, aber wir hatten ihn ja noch nie. Diesen schwarzen Reiter da. Das schwarze Loch, Black Hole. Nein. Da ist er. Ja, ist er nicht. Der da. Nö. Atlas auch nicht. Terra. Machen sie alle nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen bin ich schon verwirrt, ne? Also, muss ich mal anmerken.
Aber wie gesagt, wir hatten ja das eine Mal eine Klickkombo von 50. Da ging es ja wirklich einfach bub durch. Da waren wir aber auch schon fast Level 300. Kann es sein, dass wir da doch schon ihn hatten? Ich weiß es nicht. Ich hab da keine Ahnung von. So. Oh, ist ja schon der nächste Boss. Haha. Das ist einmal die 8 und einmal die 7. Komm schon, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Nein, wir werden sterben. Oh mein Gott. Na komm, mal hier, ne. Und auch wieder kein Primal. Na gut, okay. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Soll das erstmal gewesen sein, dann würde ich mal sagen, ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen früh. Und morgen früh könnten wir dann, also die 200 Level werden wir auf jeden Fall knacken, die 200er Grenze. Mal gucken, wie weit wir denn morgen kommen. Vor allem mal gucken, wie viele Heroes sollte wir denn dafür bekommen. Ja, diesmal haben wir leider nur 3 Goldmissionen und alle auch nicht so pralle. Aber gut, vielleicht können wir damit auch wieder ein bisschen immer ist ja quasi immer nur zur Auffrischung, um quasi mal frischen Wind reinzubringen. Müssen wir einfach mal morgen gucken, ja, wie weit uns das bringt, wie weit wir morgen kommen, wie weit ich heute Abend überhaupt noch komme, weil ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen hochleveln. Ansonsten werde ich heute Abend wahrscheinlich eher nichts machen, weil ihn kann ich mir heute Abend auf jeden Fall noch nicht leisten. Und selbst wenn, ich lasse den am besten mal für morgen früh. Von daher werde ich nur ab und an mal gucken, wie gesagt, ihn hochleveln. Vielleicht noch ein paar Level durchleveln. Boah, mal gucken. Gut. Dann sehen wir uns morgen früh wieder in alter Frische und dann auch wieder mit. Heute hatten wir Eternal, ne? Ja, halt also morgen dann wieder zu einem Extermination Day Video. Yay! Schau mit V.